Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ich muss gestehen, es sind wieder fast 24 Stunden dazwischen und ich habe keine Ahnung, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Da war so viel, was auf einmal auf uns eingewirkt hat. Wir müssen noch mal beim Drachen beten, wobei ich glaube, letztes Mal konnten wir da nichts machen. Ich bin mir nicht sicher. Und Gina müssen wir an den Ruinen, ach ja, hier haben wir jetzt wieder keine Karte, an den Ruinen treffen. Wir haben nichts mehr angebaut. Doch, wir haben noch was angebaut. Die Frage ist jetzt. Ach nee, ich dachte gerade, das ist das Unkraut. Okay. Dann können wir hier nochmal kurz gießen. Das machen wir nochmal eben. Das ist ja mit einer der Gründe, weshalb ich mich immer ins Haus stelle, normalerweise, wenn ich komplett rausgehe. So, das nochmal auffüllen. Post haben wir keine bekommen. Ich weiß nicht, hatten wir irgendwas da reingetan noch? Wenn ja, dann ist es auf jeden Fall, haben wir auf jeden Fall Gold bekommen anscheinend. In den Kisten hatten wir nichts mehr, was wir irgendwie wegtun konnten. Starkes Fell von Senuk. Ja, ich weiß nicht, ob wir das noch brauchen. Ich denke mal, dass wir später mal die Sachen verarbeiten können. Deswegen will ich das jetzt nicht unbedingt weggeben. Sagen wir es mal so. Also, dann laufen wir jetzt erstmal in die Stadt. Und kommen auch wirklich auf der anderen Seite aus. Ich habe gerade schon so Panik gehabt, weil das so lange gedauert hat. Und wir wissen ja, das letzte Mal, wo es so extrem lange gedauert hat, ja, haben wir leider Lockdowns in unseren Häusern gehabt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Moment, ich bin hier. Ach so, da oben ist das mit dem Schreien. Hassan, mit ihm? Ach nee, er hat eine neue Quest, oder? Questziel. Okay, da müssen wir dann auf jeden Fall auch nochmal hingehen. Ich werde aber mal ganz kurz erstmal zum Schrein gehen. Ich weiß jetzt nicht, was mit ihm ist, weil das sieht man jetzt hier nicht. So, da sieht man auch den Drachen draußen, sehe ich gerade. Okay. Aber ich meine, hier vorne an dem Kleinen hätte sich nichts getan, aber an dem. War das mit dem Wasserfall letztes Mal auch? Habe ich das denn übersehen? Das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Also das hier sagt mir auf jeden Fall was. Die nehmen wir auch mal direkt mit. Ist schnell verdientes Geld, wenn auch nicht so viel. So. Ach so. Können wir jetzt bei ihm nicht mehr beten, oder was? Weil da haben wir, da kam irgendwas von wegen, du fühlst dich glücklich, keine Ahnung, was da stand. Kommunizieren. Okay, das ist dann neu. Quest abgeschlossen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht die Punkte abgegeben habe, weil so viele hatte ich doch gar nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Jetzt sind es nur noch 100, okay. Bei wem musste ich das denn machen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Karottenkohl. Ach so, stimmt. Wir sollen ihm ja auch noch Karotten. Oh, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt die Karotten überhaupt herbekommen. Also sie müssen wir auf jeden Fall drin lassen, das ist klar. Das hatte ich eigentlich schon rausgetan, soweit ich weiß. Den Karottenkult, den würde ich auf jeden Fall gerne mal anhängen. Learn about the present from Hassian. Ach so, wir sollen mit den Leuten dann reden, damit die uns was beibringen. Jetzt verstehe ich das mit dem Hassian. Okay. Dann kam das nämlich, weil wir mit der einen gesprochen hatten, die wir ganz am Anfang, diese Archäologin. Wo ist er denn jetzt? Wieso ist er jetzt da hinten? Ich kann doch nicht einfach jetzt woanders sein. Sauerei. Wo läuft er denn hin? Vielleicht zur Farm oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir irgendwie versuchen, ihn einzuholen. Was ich aber sehr, sehr, sehr gut gemacht finde, dass man die Sprint-Taste quasi durchgehend drücken kann. Also, das ist zumindestens. Ach so, hier in der Stadt.
Das ist zumindest was, wo ich sagen muss, das hat nicht jeder. Wo ist er denn jetzt? Ach, da hinten. Moment. Bleib stehen. What do you need now? Da bist du ja. Gut, bringen wir es schnell hinter uns. Ich wollte nach der Gegenwart fragen. Ja, ich bin mir dessen bewusst. Das ist das Dies, auf das ich mich bezogen habe. Geh und pflanze 5 Obstbäume auf dein Grundstück. Keine Obstbäume, sondern Wildbäume. 5 Bäume auf dein Grundstück. Achso, keine Obstbäume, sondern Wildbäume. Die Samen müssen sie selbst besorgen. Wenn du keinen findest, denk dran, dass die Natur in Zyklen verläuft. Wenn ein Baum gefällt wird, muss ein neuer geboren werden. Was hat das mit der Gegenwart zu tun? Wenn ich es dir erklären würde, wäre es kein Test. Erledige das und komm zurück. Dann reden wir. Wenn du einen Chapas suchst, würde ich versuchen, im Wald zu suchen. Chapas sind Wesen, die gerne wühlen und sich in Baumstämmen ihren Unterschlupf einrichten. Back to my business. Chapas waren die ganz kleinen, wenn ich mich richtig erinnere. Moment, jetzt muss ich mal erst überlegen. Da war da Tisch, weil die geht jetzt hier rein. Nee, meine ich doch, das waren die nicht. Er hatte aber gar nichts irgendwie. Der hatte nur diesen Kram damit echt Geld. Er hatte quasi nur das Backpack. Da ist eigentlich Tisch drin. Oder Trisch. Ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Hier war die Bibliothek. Okay, mit der können wir auch noch mal kurz reden. Oh, I thought you might be a ghost. Lasst euch nicht stören, aber ich glaube, wir werden beobachtet. Lasst dich nicht von der Schönheit der Sterne täuschen. Ich habe Grund zur Annahme, dass diese sogenannten Sterne in Wirklichkeit böse Stromgeister sind, die nur auf ihre Gelegenheit warten. Flow Spirits? Chaotische Geister, die aus dem Fluss geboren wurden. Die meisten sind hilfreich, aber einige. Ich glaube, dass einige von ihnen korrumpiert worden sind. Ich habe noch keine Beweise, aber sei vorsichtig da draußen. So. Wenn du irgendwo einen Abenddämmerrochen siehst, ja klar, gib mir Bescheid. Ich bin auf der Suche nach einem. Kein Thema. Ich habe ja auch sonst nichts Besseres zu tun. Immerhin schwimmen die nicht nur abends, sondern auch zu anderen Tageszeiten herum. Ziemlich verdächtig. Let me know if you find any interesting Whosits. Okay, immerhin muss man das nicht nur abends Sorry, machen. I was in my thoughts. Ja. Vermischt sich Flo mit anderen Elementen? Ich habe Mythen über einzigartige Arten des Fließens gelesen. Abgesehen davon, Wenn Flo hier im Wasser ist, würde das eine Menge erklären. Wenn die Sonne untergeht, denke ich oft darüber nach, was mir Angst macht. Die Unausweichlichkeit des Todes und die Möglichkeit, dass unser Bewusstsein nach dem Tod aufhört zu existieren. Sowas macht mir Angst. Spinnen auch. Okay, letzteres kann ich noch verstehen. Ich meine Angst nicht unbedingt, aber dass man die eklig findet, das kann ich noch verstehen. Ach so, mit der können wir auch noch mal reden, ne? Ne? Oh, goody. Another interruption. Wenn du Interesse an Bilderbüchern hegst, du findest sie im hinteren Teil. Vergiss nicht, dass ich dich beobachte. Wenn ein Buch verloren geht, weiß ich, wem ich die Schuld geben kann. A curious mind can be Kannst du. wonderful. Ich bin's aber nicht gewesen. So, dann müssen wir mal eben schauen. Moment, in die Richtung ist ein Häkchen, was mir angezeigt wird, was mir aber nicht auf der Karte angezeigt wird. Ach nee, das ist die Richtung, in der meine Maus guckt, nicht in der mein Char guckt. Okay. Also da ist das Questziel. Genau, das wollten wir ja schon in der letzten Folge machen. Questziele kann man nicht markieren. Gut, dann eben nicht. In der Richtung dahinter. Das heißt, wir gehen jetzt. Hier kann man, glaube ich, nochmal rum. Ah nee, da nicht, aber da hinten. Muss man halt einmal einen Bogen schlagen. Ach ja, es tut mir auch leid, dass meine Stimme so total kratzig ist im Moment. Aber abgesehen von einer kleinen Erkältung, die aber jetzt nicht schlimm ist, ja, habe ich jetzt den zweiten, beziehungsweise die zweite Nacht fast nicht geschlafen. Aber wenigstens ein bisschen mehr, immerhin mal 5 Stunden. Habe ich mich jetzt erschrocken?
Müssen die Viecher hier mal so einen Traum machen? Ja, und dementsprechend schlägt das bei mir immer jedes Mal auf die Stimme. Ich habe zwar schon was getrunken und so. Dann ist natürlich noch die schlechte Kombination, wenn man dann morgens beim Autofahren immer am Singen ist. Dann wird die Stimme natürlich noch mehr gereizt. Ja. So. Achso, wir sollen die hier treffen. Ah. Ich wollte gerade sagen, was jetzt? Sprechen wir nochmal mit Hekla. Hallo Mensch, ich habe geahnt, dass du zu mir kommen würdest. Wieso? Weil ich beim letzten Mal auch hier hingekommen bin? Kennst du jemanden namens Alba oder Glauser? Das sind menschliche Namen. Warum fragst du mich das? Ich frage mich nur. Verdächtig. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht getan. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das nicht getan. Aha. Ich hatte nicht die Gelegenheit, viele Menschen zu treffen. So, so. Gina beklagt sich oft, dass ihrem Essen das nötige Aroma fehlt. Vielleicht klärt sich die Situation ja mit ein bisschen Knoblauch. Für Gina und mich wird es bald Zeit, zum Lager zurückzukehren. Aber noch ist es nicht so weit. Im Moment genieße ich noch die Gegenwart anderer. Initiating goodbye ritual. Mhm. Sie genießt, ja. Sie kommt mir doch sehr roboterhaft vor und eher ohne Gefühle. Das letzte Mal, als Hekla und ich in diese Gegend erkundet haben, war es nicht so. Schau, es scheint, als ob das Aktivieren des Puzzles im Wasserfallraum einen Teil des Reliefs erhält. Ich wette, es gibt noch mehr solcher Flecken, die den Rest erhellen. Und wenn diese kleinen Schnitzereien, sie leuchten auf, wenn man sich ihnen näherte. Versuch mal mit ihnen, einen von ihnen zu interagieren. Wir bleiben in sicherer, hilfreicher Entfernung stehen. Until next time. Mhm. Okay, ich hatte eigentlich gedacht, wir hätten schon zwei gemacht, aber stimmt, wir haben erst eins gehabt. So, Pakete. Bitte was? Click on a bundle and add the rare items requested. Ich kann aber nicht sehen, was das für welche sind. Okay, also die hoffe ich mal, dass das die sind. Achso, jeweils nur eins. Ich denke mal, dass dann der hier am einfachsten ist. Nee, Moment. Vier? Oder hat das jetzt gar nichts damit zu tun? Ich bin etwas verwirrt. Complete all bundles. Für eine zusätzliche Belohnung. Okay. Was muss ich denn... kann man das angucken? Gartengottesanbeterin. Gartengottesanbeterin. Moment. Ach, Zettel. Mann, ist ja schlimm heute. Jeweils eine. Schreibe ich mir mal kurz auf. Garten. Gottesanbeterin. Ich hoffe, die muss nicht aus meinem Garten sein. Vampirkrebs. Aber sonst habt ihr keine Probleme. Wo soll ich denn einen Vampirkrebs herbekommen? Sowas habe ich noch nie geangelt. Was ist das denn hier? Mutierter Anglerfisch. Ey, ganz ehrlich. Wo ist da... Also ich denke, unten links ist wahrscheinlich dann... ja gut, Zähne haben sie nicht, aber die werden immer so mit Zähnen gezeichnet, ne? Ich denke mal, dass das halt wirklich der Mund sein soll, unten links, weil hier oben ja das Ding ist. Und was ist das? Rochen der Leere. Oh Gott. Rochen der Leere. Also, das hört sich aber alles so an, als ob man die gar nicht so fangen kann. Aber vielleicht... Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man... Ach, du Schande. Oh, war das jetzt euer Ernst? Muss ich das nach der Reihenfolge machen? Nee, ne? Kann ich einfach so draufklicken. Vor allen Dingen... Hydrate pro Dünger. Mann, reden kann ich heute auch nicht mehr. Beziehungsweise
lesen. Nein, jetzt geht doch nicht immer raus. Ich wollte da mal eben gucken. Langnasiger Einhornfisch. Oh mein Gott. Bin ich jetzt auf Abbrechen? Nee, jetzt geht er raus dabei. Blauer Marlin, Streifenhausschnecke. Die habe ich aber alle noch nicht gesehen. Grüne Perle habe ich auch nicht gesehen. Gut, da könnte man jetzt noch sagen, vielleicht ist das Ganze irgendwo aus auf so eine Auster raus. Aber das kann ich mir auch schlecht vorstellen. Ich habe mir da jetzt mal Bilder von gemacht. Weil das werde ich mir jetzt nicht alles aufschreiben. Ich kann euch ja jetzt nicht die ganze Zeit hier warten lassen. Kriegen wir denn hier irgendwie einen Tipp? Moment, ich muss mal eben schauen. Da steht nur bereit zum Abschließen. Kriegen wir denn einen Tipp, wo wir die herkriegen? Faszinierend. Es ist eine Art altes Gewölbe. Ein Tresor, der sich nur öffnet, wenn man mehr hineinlegt. Die Menschen sind seltsam. Nichts für ungut. Ich werde anfangen, Proben zu sammeln. Genau. Keine getroffen. Ja, sie hat wohl noch keine... doch, sie hat auch schon welche getroffen. Es kamen noch schon welche raus, so wie ich das verstanden habe. Ja, da müssen wir sie wohl aufsprengen. Genau. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Die Menschen sind nicht sehr vertrauensselig. Der Tresor könnte mit gleicher Kraft reagieren. Ich denke, es wäre am besten, die in den Schnitzereien gezeigten Proben zu sammeln. Ja, denke ich nicht, dass das das Beste ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herkriege. Vielleicht kann ich in der Zwischenzeit herausfinden, wie ich den Rest des großen Wandbildes beleuchten kann. Ja, du kannst gar nichts beleuchten. Das muss ich wahrscheinlich wieder machen. Aber gut, die kann ruhig mal gucken, ob sie da irgendwie was findet. So. Och, jetzt haben wir schon wieder 10 Uhr, ne? Die schlafen wieder. Och, nee, Leute. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Wo kriege ich denn da? Wer hat mir denn die Samen? Zeki. Warte mal, das habe ich mir aufgeschrieben. Zeki hat mir die Samen verkauft. Aber wer war Zeki und wo finde ich den? Und wie zur Hölle hat die Gina sich jetzt in die Bibliothek teleportiert? Zeki ist gar nicht hier. Hä? Ist Zeki der auf der anderen Seite? Kann das sein? Oder ist da noch einer? Nee. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen mal zur anderen Seite. Also zu dem anderen... Wo sind wir denn jetzt hier? Moment, ich muss hier irgendwo rüberkommen. Zum anderen Dörfchen. Oder vielleicht auch nicht. Was ist denn jetzt mit ihr? Ist sie jetzt schon fertig oder was? Sie ist wahrscheinlich jetzt in die Bibliothek geportet, damit sie das rausfinden kann. Moment. Moment, sie ist doch gerade noch in der Nähe. Gehen wir da mal eben hin. Hier. Nee. Hä? Wieso hat sie denn einen Zielmarker drin? Schön, dich zu sehen. Und das war's dann. Also keine Ahnung, warum sie jetzt diesen Zielmarker drin hat, obwohl man mit ihr gar nichts machen kann. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ach, ich muss die Shift-Taste gar nicht gedrückt halten. Fällt mir gerade auf. Ich muss sie nur einmal kurz drücken, damit ich im Dauersprint bin. Das ist schön. Das ist mir jetzt nach, weiß ich nicht, 11 Folgen oder so das erste Mal aufgefallen. Aber das ist trotzdem gut. Was ist denn das hier eigentlich für ein Gebäude? Das ist ein Privatgebäude, ne? Aber okay. Ist mir vorher noch nie aufgefallen, glaube ich. Ich bin immer dran vorbeigerast. So, Moment.
Wir sind jetzt hier. Meine ich doch, dass wir noch nicht da am richtigen sind. Aber Zeki. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wer das gewesen ist. Kann man da hinten auch rumlaufen? Es sah nämlich aus, als ob da gerade irgendwas im Leuchten war. Aber was Grünleuchtendes hatte ich vorher noch nicht gesehen. So. Hier gibt es auch keinen Zeki. Jetzt bin ich verwirrt. Och Mann. Da war aber ein Zeki bei mir. Oder irgendjemand hat gesagt, ich soll zu Zeki gehen, damit ich Samen kaufen kann. Jetzt bin ich total verwirrt. Was ist das hier? Alt. Das ist seins. Hideaway Blass, wenige Ruinen. Da haben wir auch nichts, was jetzt irgendwie... Wir könnten uns mal ein bisschen umschauen. Statuegarten. Das hört sich doch ganz gut an. Weil wir können jetzt leider nicht wirklich was machen. Also, was heißt nicht wirklich was machen? Ich müsste jetzt erstmal denjenigen suchen, der mir Samen verkaufen kann. Da wir jetzt aber fast Mitternacht haben, schlafen die sowieso wieder alle. Dann kann man wieder nichts machen hier. Außer natürlich noch ein bisschen zu angeln oder so. Aber das möchte ich jetzt nicht online machen. Ne? Das möchte ich dann lieber offline machen. Ach, wir hätten jetzt nochmal gucken können wegen der Heuschrecke und so. Moment, muss man hier? Pavel Mines. Da sind Minen. Habe ich da mal reingeschaut? Gibt es da einen Eingang? Anscheinend nicht. Da ist nur die Brücke. Oh nee, jetzt können wir noch rüber. Also wir erkunden jetzt im Moment mal für den Rest der Folge, denke ich mir mal, ein bisschen die Gegend. Es interessiert mich natürlich auch, ob wir vielleicht irgendwie was Neues finden können. Da könnte man jetzt theoretisch auch über die Brücke hin. Okay. So. Was ist denn das hier? Ach. Nee. Hä? Ich dachte eben, wir wären oben auf der Karte. Eieiei. Okay. Das ist nur die Verbindung. Auf der einen Seite schade. Auf der anderen Seite... Warum guckt hier grün durch? Okay. So. Nehmen wir die noch mit? Müssen wir? Was ist das denn hier? Garderobe? Reparierstation? Aber eigentlich müssten wir hier so links rum, so grob gesagt. Also hier an dem... Ja, an dem Berg vorbei, nehme ich mal an. Waren wir denn hier in der Ecke schon? Wir müssten doch eigentlich hier schon gewesen sein, oder nicht? Oder sind wir da gar nicht so weit reingelaufen? Das kann natürlich auch sein. Was bist du denn für ein Viech hier? Moment. Dein Ernst jetzt? Thank you.
Lampionwürmchen. Okay. Hier höre ich aber irgendwo was leuchten. War das jetzt... Hä? War das jetzt ernsthaft das Würmchen, was ich gerade gehört habe? Ja doch, das höre ich auch so ein bisschen. Stimmt. Hier geht Wasser rein. Kann ich da durchlaufen? Oh, cool. Süßblatt, Feuerwurzeln und das dritte konnte ich nicht mehr lesen. Aber wir haben wieder eine Chest gefunden, so eine versteckte Chest. Das ist ja cool. Mich würde ja mal interessieren, ob die eigentlich immer am gleichen Fleck sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass ja. Weil ich nämlich zuletzt hier eine gefunden hatte, wo der Epi auch eine gefunden hatte. Was bist du denn gewesen? Das sind diese blauen Falter da. So, das hier ist der, dieser Statuengarten, oder was? Okay, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hätte ich mir jetzt pompöser vorgestellt. Vor allen Dingen, das sind alles Statuen, die keine Köpfe haben. Was soll das? Kann man auch nichts machen? Na. Gelbes glänzendes Steinchen. Sag bloß. Questgegenstand, schon wieder. Hä? Lampionwürmchen. Ich weiß jetzt nicht, ob das dabei war, aber ich muss nachher mal gucken in der Liste, ob da irgendwas von bei war und dann würde ich das entsprechend nicht wegtun. Ach, da hinten läuft einer. Ich dachte gerade schon. Korallschorz. Ja, ich würde gerne mal wissen, was das ist. Wenn das natürlich so unspektakulär ist, wie das, wo ich jetzt gerade bin. Also wenn das nur da unten der Strand ist, sage ich mal, dann bringt mir das natürlich auch nicht allzu viel. Okay, das ist wahrscheinlich nur zum Porten. Es ist nur das hier unten, nehme ich an, ne? Ich bin natürlich auch so ein bisschen am Gucken, vielleicht finden wir noch irgendwas, was wir einsammeln können oder so. Wenn wir jetzt schon mal so an so komischen Stellen hier am Rumklettern sind, sollte man darauf achten. Da ist ein Steg. Aber es ist alles nur Korallen, ne? Also nichts, was ich jetzt irgendwie... Was ich jetzt pflücken kann oder sowas, das meine ich. Komme ich hier durch? Aber da ist nichts mehr. Nein. Sollte es eigentlich loslassen, aber ist okay. Moment. Nee, das muss man... Die muss man aufsammeln, die muss man gar nicht angeln. Irgendwas habe ich aber hinter mir gehört. Ich dachte zuerst, da wäre noch einer, der am Angeln war. Aber anscheinend nicht. Das jetzt schon wieder gehabt, dass ich hingelaufen bin und das ist vor meiner Nase weg gewesen. Total seltsam. Okay. Also hier kann man anscheinend so Korallensachen einsammeln. Hier ist jetzt alles Wasser. Es ist ja nicht gerade unwichtig, ne? Wenn man solche Sachen mal braucht. Oh, Moment. Oh, Moment.
Ach, jetzt ist der ins Wasser gegangen. Mist. Ich denke mal, dass ich den wahrscheinlich mit so einer Rauchbombe oder sowas hätte einfangen können. Leider habe ich es ein bisschen zu spät gemerkt. So. Was ist denn das hier die ganze Zeit? So, ich glaube, jetzt haben wir den Beweis dafür, dass wir anderen die Sachen nicht wegnehmen. Wobei der Epi mal zu mir meinte, das ist wohl nur teilweise so. Man kann wohl... Ja gut, es kann natürlich sein, dass man die Chest eventuell anderen wegnehmen kann. Ob er das jetzt meint, weiß ich jetzt allerdings nicht. Aber hier die Sachen zum Einsammeln sah jetzt gerade so aus, als ob er sie, also der andere Spieler hier, die jetzt auch eingesammelt hat. Ich habe da extra mal drauf geachtet. Und ja, danach dann konnte ich die dann auch nochmal einsammeln. Hier ist so nichts. Schade, dass man keine Minimap hat, wo das so angezeigt wird, wo was gelegen hat und so, dass man da direkt hingucken kann. Yes! Ein Bahari-Krebs. Okay, der ist zumindest neu. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob der jetzt damit auf der Liste gestanden hat. Achso, nee, das ist kein Krebs. Das, das war gerade eine Blume. Ja, aber ist dann doch nochmal cool. Also, es war jetzt überhaupt nicht das, was jetzt eigentlich unsere Absicht gewesen ist. Wir sind ja jetzt nicht hier in diese Ecke gegangen, um... Oh, was ist das? Um zu sagen, hey, wir, Oh. Hä? Kann man die so aufheben? Nö. Ach, bei denen muss ich richtig gut treffen. Okay. Eine Gartenschnecke war, meine ich, auf jeden Fall auf der Liste. Da muss ich mal schauen. Wo sind wir denn hier? Was bist du denn? Ja? I explore to become lost. In those moments I find myself again. Okay. Ich wollte gerade sagen, ist das hier so groß, dass man sich hier verirren kann? Aber nee. Das ist nur so eine kleine Grotte. Na gut. Sind wir nur hier, um was zu lesen. Aber ist auch mal schön. Ich meine, ne? Man kann ja mal die Gegend erkunden. Man muss ja nicht unbedingt in jeder Folge... was weiß ich, den Quests hinterherrennen und so. Ich meine, klar, dafür macht man halt so ein Let's Play. Nein, nicht weglaufen. So. Mit dem muss man anscheinend doch ein bisschen besser treffen, lernen. ich meine, klar, dafür macht man natürlich so ein Let's Play, damit man die Quests macht und so. Aber... Ich muss immer mal kurz ruhig sein, während ich jetzt hier am Zielen bin. Aber so die Gegend erkunden hat natürlich auch was für sich. Ich meine, jetzt wissen wir zum Beispiel auch, wo wir jetzt sowas wie Austern oder so herbekommen. Außerhalb halt von, ja, von der Tatsache, wenn die Leute uns irgendwie was schenken oder so. Okay. Ich denke mal, das ist jetzt so der grobe Bereich hier. Der dürfte fertig sein. Was ist das denn hier? Ein Zelt? Ist hier eine Expedition später oder was? Oh, was ist denn das hier? Hm, kann man anscheinend nichts mitmachen. Ich denke mal, dass das tatsächlich für eine spätere Quest sein wird. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ich dachte, das ist wieder so eine Hidden Quest oder... Hidden Quest. Eine Hidden Chest oder sowas. Und was ist... Oh, was haben wir da?
Nur eine Gießkanne, okay. Okay, okay. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Oh, nein, bin ich jetzt raufgegangen? Achso, auf Gemeinschaften. Ja, ich wollte mir eigentlich nochmal alles aufschreiben. Ich habe es jetzt vergessen aufzuschreiben. Das werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Wir sind jetzt hier. Och, wir sind jetzt hier den ganzen Teil entlang gelaufen. Okay. Footed Steps. Beach Chamber. Hm. Jetzt sind sie aber alle wieder wach, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja, okay, alle vielleicht nicht. Okay, dann würde ich sagen, ich laufe jetzt schon mal... Wie komme ich jetzt wieder zurück? Dahin. Ich laufe jetzt schon wieder zurück zur anderen Seite, weil ich denke mal, hier können wir jetzt nicht allzu viel machen. Und werde mal schauen, ob wir dann im, ja, in der Stadt irgendwo Samen bekommen. Ich weiß jetzt nicht, wer mir Samen für Bäume geben kann. Normalerweise müsste das doch der gleiche... Ach nee, der hat aber keine Samen gehabt. Ich hätte jetzt gesagt, der mir die Axt gemacht hat, aber es ist natürlich auch Blödsinn. Jemand, der Bäume pflanzt, stellt ja keine Werkzeuge her. Hm. Ich muss mal schauen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch Samen wegen der Quest, dass wir die Bäume pflanzen können. Das müssen wir machen und... Wir brauchen noch Samen, um Karotten für Nayo zu machen. Das möchte ich auf jeden Fall noch machen, weil das läuft dann so im Hintergrund und das kann man dann einfach mal abgeben. Ja, erstmal danke fürs Zuschauen und wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge auf der Hauptkarte in der Hauptstadt wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.